für Allgäu ist nämlich einfach die Bergvielfalt. Man hat eigentlich alles, was man braucht zum Leben. Man hat eine Stadt, wenn man es braucht. Man hat wunderschöne Berge, einen schönen Lebensraum, eine schöne Natur einfach. Also wie Urlaub, ja. Und wenn man da ein paar Tage in die Berge geht, auf eine Hütte oder so, dann ist man eigentlich schon, fühlt man sich wie am Meer, bloß besser. Weil die Berge sind eigentlich viel schöner als das Meer. Berge sind sehr fotogen. Wenn man da in den Bergen steht, dann hat man eigentlich immer ein Motiv, was gut ausschaut. Das ist für mich als Fotograf ziemlich einfach. Es ist immer schön. Aber Berge haben auch immer eine gewisse Herausforderung. Man muss den Berg besteigen, um eine schöne Aussicht zu haben, was ja auch eine sportliche Herausforderung ist, vor allem mit Gepäck. Und das Schönste an den Bergen ist eigentlich das Abend- und Morgenlicht. Also wenn man dann extrem hoch steht, also über 2000 Meter, dann ist das Licht nochmal viel schöner als unten im Tal. Gestern bin ich Richtung Mindelheimer Hütte, um Steinböcke zu sehen und zu fotografieren. Der Aufstieg übers Wildental vom Kleinwalsertal in Österreich. Am liebsten fotografiere ich die Abenddämmerung, die Nacht und die Morgendämmerung. Also quasi drei Sachen auf einmal. Das heißt für mich, dass die Nacht ziemlich kurz wird. Wenn ich nachts fotografiere, dann suche ich mir schon im Vorhinein, also daheim am PC schon aus, wo wird es sich lohnen. Das heißt, wo geht die Milchstraße auf, in welcher Himmelsrichtung, das ist meistens die Ortsstraße, also je nach Monat. Und dann schaue ich schon, wo könnte es funktionieren. Jetzt hier in der Mindelheimer Hütte hatte ich Glück, die Milchstraße ist im Süden aufgegangen. Die Hütte steht relativ gut, sodass ich die Hütte mit einbauen konnte. Steinburg in den Bergen zu sehen, live, ist schon wahnsinnig schön. Also ich meine, man sieht viele Gämsen und Murmeltiere sieht man auch ziemlich häufig, aber Steinböcke relativ nah zu erleben, ist schon nochmal ein anderes Erlebnis oder sagt man da, ein Highlight. Aber Steinböcke haben schon was Magisches an sich. Die Hörner und wie sie sich bewegen in irgendwelchen Wänden, wo ein Mensch quasi nicht stehen kann. Das ist schon sehr schön. Steinböcke sieht man eigentlich am besten in der Früh oder am Abend, also in der Abenddämmerung, kurz vor Sonnenuntergang bzw. kurz nach Sonnenaufgang, wenn es noch nicht so heiß ist. Und da hat man die besten Chancen. Es gibt ja schon Gebiete im Allgäu, wo man ziemlich sicher Steinböcke antrifft. Und ja, wenn man dann ein bisschen Geduld hat, dann sieht man auch hier.